Der historische Feldtag des Treckerclubs Nordhorn ist nicht nur eine der größten, sondern auch eine der begehrtesten Veranstaltungen dieser Art in ganz Europa. Schon die Anreise ist ein Erlebnis für sich. Die zweitägige Oldtimer-Schau des Treckerclubs Nordhorn versammelt auf einem knapp 20 Hektar großen Veranstaltungsgelände rund 2200 historische Traktoren und Landmaschinen. Thema der Sonderschauen sind in diesem Jahr Schlepper von Schlüter und Wesseler. Etwa 300 Schlüterschlepper aller Baureihen versammelt der Treckerclub mit erheblichem logistischem Aufwand zu der Sonderschau in Nordhorn. Selbst die stärksten Akaboliden, der als Prototyp gebaute Profitruck 5000 TVL und der neu aufgebaute Profi-Gigant sind auf dem 24. historischen Feldtag zu sehen. Einen völlig anderen Charakter hat die zweite Sonderschau. Sie stellt Traktoren des kaum noch bekannten regionalen Herstellers Wesseler aus Altenberge bei Münster vor. Der Treckerclub hat auch für dieses Jahr wieder eine ganz außergewöhnliche, extrem seltene Maschine der Heinrich Lanz AG Mannheim aus dem Jahr 1917 entdeckt. Produziert von Landtechnik Media und vertont von Timo Sämann ist der 60-minütige Film ab sofort als DVD und Blu-ray im Handel erhältlich.